Warum kommst du nicht raus und blickst diesen Cupcakes in die Augen? Wie ein echter Mann. Naja, warte. Hallo. Hallöchen. Hallo. Versteckst du dich vor dem Yelltown-Fieber? Was ist das? Diese furchtbare Krankheit. In den Nachrichten läuft fast nichts anderes mehr. Du musst davon gehört haben. Ich untersuche sie, weil... Nein, hör auf. Such nicht. Versteck dich. Also weißt du doch etwas über das Yelltown-Fieber. Nein. Cadero weiß nur, was geschehen wird. Wie bei jeder Plage, jeder Seuche. Du bist schwach. Du wirst aufgebraucht. Du bist ein richtiger kleiner Sonnenschein, weißt du? Wenn du dich nicht vor dem Virus versteckst, wovor dann? Verstecken vor den Geistern der Erinnerungen. Genau. Nur um sicher zu gehen, sind die Geister der Erinnerungen echte Geister? Ach. Ist das ein Ja? Ich habe ein paar deiner Bilder in Rhondas Diner gesehen. Du bist kein Kritiker, oder? Nein, nein. Mir ist nur aufgefallen, dass sie alle dieses seltsame Symbol haben. Nein. Nein, nein, nein. Cadero weiß nichts darüber. Nichts. Du musst dich doch daran erinnern, das Symbol gemalt zu haben. Nein. Keine Erinnerung. Alles ist weg. Verschlossen. In einem Bunker. Ich muss wirklich herausfinden, was dieses Symbol... Nein, du musst zuhören. Cadero kann manche Dinge nicht in Worte fassen. Er hat es zu Kunst gemacht. Es verborgen. Hast du etwas versteckt? Hatte es etwas mit dem Symbol zu tun? Cadero hat all die Erinnerungen genommen. Das Meisterwerk versiegelt sie alle. Cadero hat sie verschlossen im... Ach, du würdest es nicht verstehen. Klar würde ich es verstehen. Ich liebe diesen ganzen Kunstschatz. Sag mir, wo du es versteckt hast. Was denkst du über das Triptychon? Über das Trippen? Naja, ist nicht so. Das Tripp... Was? Wenn du Caderos Kunst wirklich verstehen willst, geh zurück ins Diner. Schau dir die drei Bilder an. Das Unheil, die Erlösung, die Dämmerung. Das Triptychon. Rede mit Leuten. Lern die Geschichte. Finde die Bedeutung. Okay, also, wenn ich dieses Triptychon verstehe, erklärst du mir, was das Symbol bedeutet? Cadero spricht durch seine Kunst. Verstehe das Triptychon und du magst dafür bereit sein, das Meisterwerk zu sehen. Oh Mann. Ich meine, danke. Das Triptychon. Ich glaube, ich verstehe das Triptychon jetzt. Ich glaube, ich verstehe das Triptychon jetzt. Hältst du Cadero für dumm? Du bist nicht mal weg gewesen. Entschuldige. Bin bald wieder da. Das ist gemein. Okay, das Triptychon. Das müssen wir verstehen. Und er hat nicht mal nach den Cupcakes gefragt. Das heißt, wir haben Grund wiederzukommen. Gut, dann gehen wir nochmal kurz ins Diner. Ich bin gespannt. Was wird es damit auf sich haben? Ich weiß es nicht. Das Triptychon. Uiuiuiuiui. Alter Geheimniskrämer, meine Herren. Dämmerung. Also, diese Bilder sind von einem Künstler namens Cadero. Er muss etwas über den Ursprung des Symbols wissen. Also, diese... Er muss etwas über den... Ja, ich würde eigentlich gerne wissen, wie die heißen. Also, diese... Er muss etwas über den... Das dürfte das Unheil sein? Also. Hallöchen. Hallo, Chef. Was kannst du mir über diese drei Bilder sagen? Das kryptische Triptychon? Weißt du, ich glaube, diese Werke bedeuteten für Cadero eine große Wende. Er hat immer gesagt, seine Kunst entspringt tief von innen, aus seiner Vorstellungskraft. Aber als er das letzte der drei Bilder erreichte, fing er an, real existierende Motive zu malen. Aus dem Leben hat er das genannt. Ich flehe ihn immer wieder an, mich zu malen.
Weißt du, wie die Bilder heißen? Ehrlich gesagt, habe ich die Namen nie genau verstanden. Ich erinnere mich, dass das Bild mit der Sonne passenderweise die Dämmerung heißt. Es ist mein Lieblingsbild. Ich glaube, die anderen heißen die Erlösung und das Unheil. Aber welches ist welches? Keine Ahnung. Vielleicht beabsichtigt der Künstler, uns im Unklaren zu lassen. Und das steht nicht daneben oder so. Na gut. Ich habe eine Frage zu... Worum geht's, Schätzchen? Lass uns über was anderes reden. Ich habe eine Frage... Nein. Lass uns über was anderes... Ich schau mal wieder ab. Bis später, Schätzchen. Die Erlösung, das Unheil, die Dämmerung. Die Dämmerung ist der Sonnenaufgang hinter dem Berg. Ich würde mal sagen, das könnte das Unheil sein. Also, diese Bild... Er muss etwas über den Ursprung... Aber wir wissen es natürlich nicht genau. So, ich gehe nochmal zurück zu unserer Ranger-Hütte. Quatsch nochmal ganz kurz mit der jungen Dame. Vielleicht kann die mir ja weiterhelfen. Ansonsten muss ich schauen, dass ich vielleicht mich bei Cadero da ein bisschen durchmogel. Was ich natürlich niemals machen würde. Und vielleicht spreche ich nochmal mit dem Farmer, was die Soße angeht. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay, ich kann die Sandwiches nicht miteinander kombinieren. Schade. Aber okay. Hey, Jarvis. Hallo, Colonel. Hör auf. Weißt du etwas über Kaderos Triptychon? Kaderos was? Die drei Bilder im Diner. Er nennt sie die Erlösung, das Unheil und die Dämmerung. Ah, ja. Der Wald war das Einzige, das mir gefallen hat. Ich kenne den Ort. Es ist eine Lichtung in Greystone Woods. Die Bäume sind so hoch und dünn. Man fühlt sich direkt wieder wie ein Kind. Ein friedlicher Ort. Erinnerst du dich, wie das Gemälde mit dem Wald heißt? Ich dachte immer, es sollte eigentlich die Erlösung heißen, weil es so friedlich wirkt. Aber er hat eins der anderen Bilder die Erlösung genannt. Wie Künstler eben so sind, was? Passenderweise, interessant. Okay, das mit den Vögeln ist also die Erlösung. Bis später. Wiedersehen. Reden wir mal mit dem Farmer, vielleicht kann der uns weiterhelfen. Auch wenn wir sein tolles, scharfes Sandwich nicht besorgen konnten. Oh nein. So, schön, dass ich mittendrin rausgeschmissen werde auf jeden Fall. Hey, Farmer. Du, der du keinen Namen benötigst, denn du bist ein Farmer und Farmer sind Farmer. Hallo. Yep. Haben Sie von Cardero, dem Künstler, gehört? Künstler? Dieser knurrige alte Soziopath. Hab seine Kunst gesehen. Bedeutungsloser Krempel, wenn du mich fragst. Wissen Sie etwas über Carderos Triptychon? Sein Tripper, was? Wie gut denkst du, kenne ich diesen Kerl? Ich meine die drei Bilder im Diner. Die? Verbrechen am guten Geschmack. Verstehe nicht, wieso Rhonda sie nicht abnimmt. War da, als er diese große gelbe Sonne angeschleppt hat. Er muss das zweite oder dritte gewesen sein, das er gepinselt hat. Wenn's ein Penner in sein Feuer schmeißen wird, wird's der Menschheit mehr bringen. Hab's ihm gleich so gesagt. Da hat er mich nur angestarrt, als wenn ich der Bekloppte wäre. Ich schau mal ab. So, gucken wir mal, ob er das vielleicht möchte. Er wollte ein Sandwich mit scharfer Soße. Die hier ist zwar rot, aber sie ist kein bisschen scharf. Ich gebe ihm lieber nicht das falsche Sandwich. Der Mann hat eine Waffe. Ein Sandwich mit überraschend milder Senfsoße. Ein Sandwich mit klassischem... Und die kann ich nicht kombinieren miteinander? Das ist... Carderos Cowboy-Taschenbuch hat lauter Esel. Okay, wenigstens kann ich die Karte so direkt nutzen. Ich gehe mal kurz hoch zu Cuddy. Und spreche mit ihrem... Ah, jetzt ist er am Feuer. Passend. Hallo, Cardero. Da bin ich wieder. Hallo. Ich glaube, ich verstehe das Triptychon jetzt.
Dann erzähl Cardero etwas über die Erlösung. Die Erlösung zeigt einen gewaltsamen Kampf. Ich denke, es geht darum, um sein Leben zu kämpfen. Etwas entkommen zu wollen. Was ist mit das Unheil? Also, dem Unheil, ne? Das Unheil zeigt einen Wald. Erinnert mich an ein einsames Kind. Verlassen im Wald. Jetzt die Dämmerung. Die Dämmerung zeigt einen Sonnenaufgang. Die Helligkeit lässt dich irgendwie vergessen, wie dunkel die anderen Bilder sind. Was ist mit der Reihenfolge, in der ich sie geschaffen habe? Sheet. Die Dämmerung war das zweite oder dritte. Die Reihenfolge. Puh. Das erste Bild war das Unheil. Und das zweite Bild war die Erlösung. Und das letzte Bild war die Dämmerung. Nein, na, du hast kein klar. Gefühl für die Kunst. Versuch, sie besser zu verstehen. Okay. Genieß die Cupcakes. Back to the Diner. Die Dämmerung? Wie gesagt, als er am letzten Bild arbeitete, begann er real existierende Motive zu malen. Erinnerst du dich, welches sein letztes... Nicht wirklich, Schätzchen. Ich schau mal wieder ab. Bis später. Da bin ich wieder. Hallo. So, ich habe noch mal kurz rumgefragt. Ich glaube, ich verstehe. Okay, also alles von vorne noch mal. Wunderbar. Die Erlösung, ich denke... Das Unheil erinnert... Die Dämmerung, die Heading. Was ist mit der Reihe? Okay, das erste Bild war die Erlösung. Das erste Bild war die Erlösung. Das zweite Bild war die Dämmerung. Und das... Aha. Und was sagt dir diese Reihenfolge? Es fühlt sich an, wie in deiner Vergangenheit zu wühlen. Als wäre da etwas, von dem du versuchst zu entkommen. Ist es das? Habe ich recht? Es gibt kein Recht und Unrecht in der Kunst. Du hast deine Bedeutung gefunden. Darin liegt mehr Wert. Du bist bereit für das Meisterwerk. Endlich! Ja. Zeigst du mir jetzt dein Meisterwerk? Ich muss rausfinden, was es mit diesem Symbol auf sich hat. Das Meisterwerk ist in einer geheimen Höhle versteckt. Cardero wird dich hinführen. Du bist jetzt bereit, es zu sehen. Cardero... Ist nur nicht sicher, ob er bereit ist, es wiederzusehen. Komm mit! Oh, hoffentlich gibt's da scharfe Soße. Mhm.